Ahoi Pokebuddies und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Battle im Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Ich hänge hier ab auf dem Kampfplaza und habe gerade eine Gegnerin aus Japan gefunden. Diese Person hat die Pokémon Quaiutsu, Kapilz, Hippoteros, Fernontor, Serapendra und Tauros dabei. Dieses Mal bin ich mit einem Mono-Ice-Team am Start und ich habe mich für die Pokémon Alola Vulnona, Snibuna, Frigometrie, Valraisa, Arctilas und Arctos entschieden. Alles klar, ich fange an mit Alola Vulnona und nehme Valraisa mit wegen der Fähigkeit Eishaut und noch ein physisches Pokémon und zwar Snibuna. Naja, dieses Snibuna ist kein Standard-Snibuna. Es hat die Attacken Mogelhieb und Eissplitter nicht drauf. Dafür hat mein anderes Snibuna die Attacken drauf. Ich meine, die meisten Gegner gehen ja oft davon aus, dass man erstmal Mogelhieb einsetzt mit Snibuna oder Eissplitter. Aber ich habe etwas ganz anderes vor. Ich hoffe, dass ich dazu noch kommen werde. Ja, mit Alola Vulnona habe ich bewusst als erstes angefangen. Erstmal wegen dem Hagelalarm. Da ist schon die Fähigkeit. Zweitens, wenn ich Valraisa in den Kampf jetzt reinschicke, bekommt es immer Kraftpunkte nach den Runden aufgrund der Fähigkeit Eishaut. Es hat das Item Überreste und ich habe auch noch die Attacke Wasserring, wodurch das Pokémon nochmal nach den Runden einige Kraftpunkte zurückbekommt. Eigentlich ist das etwas Heftiges, was ich mir da ausgedacht habe, beziehungsweise das, was ich euch gerne zeigen will. Ich meine, sowas hatte ich schon mal vor, aber ich hatte das nicht hingekriegt gehabt. So, ich kann jetzt Druck aufbauen. Ich kann direkt Psychoschock einsetzen oder ich setze Aurora-Schleier ein. Ich meine, die Attacke kennt ihr ja. Diese Attacke schwächt 5 Runden lang den durch physische sowie durch Spezialattacken erhaltenen Schaden. Heftig, oder? Kann nur bei Hagel eingesetzt werden. Ich meine, das passt auch jetzt. Also setzen wir erstmal die Attacke ein. Vielleicht wird Serapendra rausgenommen oder auch nicht. Ich meine, die Gegnerin weiß ja noch nicht, dass ich Psychoschock dabei habe. Das wird auf jeden Fall interessant. So, gut machst du das, Alola Vulnona. Du wurdest jetzt vergiftet, nicht so schlimm. Naja, gut ist das nicht, aber was soll's, eigentlich hast du schon alles getan, was du tun solltest. Super. So, das Gute ist, Valraisa hat die Attacke Blizzard drauf. Unter solchen Umständen können wir auch mit der Attacke ohne Probleme treffen. So, Fähigkeit. Temposchub. Das wird jetzt heftig. Das wird jetzt heftig. Ich würde mal sagen, ich setze tatsächlich Psychoschock ein. Erstmal muss ich gucken, was Serapendra macht. Eigentlich könnte es eine Giftattacke einsetzen, oder? Nee. Oh, sag mir bloß nicht, dass du so ein Staffette-Serapendra bist. Hast du eben gerade schon Schwerttanz eingesetzt? Schau mir das mal kurz an. Ah, minimaler Damage. Naja, was heißt minimal, aber etwas schlechter als erwartet und gedacht, aber okay. So, jetzt sollte ich demnächst ein dickes Problemchen haben. Ich schau mal kurz. Ja, Serapendra hat... Nee, einmal Schwerttanz eingesetzt. Was hat denn Serapendra eben eingesetzt? Egal, ich guck mir den Kampf einfach nach dem Video nochmal an. So, wartet mal. Die Gegnerin hat ja Quaiutsu da. Das bedeutet, jetzt eine Psycho-Attacke wäre ein bisschen gefährlich, falls der Gegner tatsächlich, also ich meine Serapendra, falls es Staffelte einsetzt, dann könnte es ja rausgehen zu Quaiutsu und Psychoschock würde dann nicht mehr treffen. Aber wir können Quaiutsu mit Gefriertrockner sehr effektiv treffen. Mal gucken, was die Trainerin vorhat. Schutzschild. Ach, ich glaube, sie hat vorhin Schutzschild eingesetzt. Okay. Schade. Gefriertrockner haut gerade nicht hin. Was mache ich jetzt? Ich meine, wir sind ja schon seit einigen Runden hier. Mit Alola Vulnona. Nicht, dass es bald aufhört zu hageln. Aber im schlimmsten Fall habe ich ja auch eine gewisse Attacke mit Valraisa am Start. Wodurch es auch anfängt zu hageln, und zwar Hagelsturm. Und soll ich Psychoschock einsetzen oder Gefriertrockner? Ich meine, jetzt weiß die Gegnerin, dass ich Gefriertrockner einsetzen wollte. Ich könnte auch Mondgewalt einsetzen, ne? Aber wenn die Gegnerin jetzt sagt, nee, ich attackiere Alola Vulnona, dann wäre es das mit Alola Vulnona. Oder auch nicht. Wobei Schwerttanz... Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich glaube, ich setze Gefriertrockner ein.
Psychoshock traue ich mich gerade nicht. Ich meine, Serapenra kann auch im Kampf bleiben, aber genau das meine ich, Leute. Staffette. Das ist mir wiederum zu gefährlich. Oder geht sie zu Fernontor rüber? Das wäre auch heftig. Mega Fernontor. Es hagelt. Blizzard sollte immer treffen. Aber Blizzard ist ja eine spezielle Attacke. Ah, okay. Tauros also. Das ist heftig. Das ist heftig. Schau mal kurz etwas nach. Also ich weiß, dass Tauros ziemlich schnell ist, aber mein Problem ist, dass ich selbst keinen Tauros habe, weshalb ich die Initiative gerade nicht im Kopf habe. Ja, jetzt denke ich mir, boah, das wäre doch gut, wenn Snibuna Prio-Attacken drauf hätte. Nee, eine Attacke, das war's mit Alola Volnona. Bis jetzt ausnehmen? Ich weiß nicht. Aber das Gute ist, dass ich mit Nibuna, beziehungsweise dass dieses Pokémon das Item Focus Gold bei sich hat. Ich bin gerade am überlegen, ob ich Alola Volnona rausnehmen sollte und rübergehen sollte zu Valraisa. Weiß nicht. Vielleicht wäre das nicht verkehrt, aber ich will nicht, dass Valraisa jetzt schon Damage abkriegt. Egal, ich setze Gefriertrocken ein. Also Tauros sollte uns definitiv outspeeden, wegen Temposchub. Das ist mir jetzt gerade so bewusst geworden. Eigentlich ist das komplett egal, ob Alola Volnona schneller ist oder nicht. Durch Staffette hat ja Tauros auch durch die Fähigkeit von Serapenra auf die Initiative bezogen profitiert. So, Snibuna. Glaube ich, gehe definitiv mit dir in den Kampf. Schwertank setze ich nicht ein. Ich setze lieber nur Fußkick ein. Okay, es hat aufgehört zu hageln. Schade. Ja, ich setze lieber Fußkick ein. Ich meine, eine Attacke von Tauros werden wir definitiv aushalten, wegen dem Focus God. Und ich hoffe, dass wir den Rest mit Fußkick dann erledigen können. Okay, gut, alles Gleichchen. Ein Tauros mit einer Z-Attacke. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Aber ich bin der Meinung, dass das einen Sinn ergibt und sehr effektiv ist. Turbo-Spiral-Kombo. Uiuiuiuiuiui, das sieht eklig aus. Ach, wir haben es ausgehalten. Wie bereits erwähnt, Focus Guard. Sehr schön. Jawoll. Super, ein Pokémon haben wir down gekriegt. Sehr erfreulich. Ja, Serapenra und Schutzschild wieder, oder wie? Frag mich gerade, ob ich Sperrtanz einsetzen sollte. Ich meine, die Initiative von Snibuna ist ja nicht von schlechten Eltern. 194. Uiuiui. Ich weiß nicht. Sperrtanz? Gegen Schutzschild? Dann könnte ich vielleicht ein anderes, beziehungsweise das letzte Pokémon nochmal gut treffen. Also wenn Schutzschild jetzt kommt, würde sich Schwertanz definitiv lohnen, aber vielleicht attackiert mich ja Serapenra. Als Meisterpfagelein. Ich habe irgendwie das Gefühl, Schwertanz wäre überhaupt nicht verkehrt. Oh, okay, Serapenra setzt nicht Schutzschild ein, dann war es doch gut, Eishapfagel einzusetzen. Ja, das war auf jeden Fall gut. Definitiv. Okay, das sieht doch bis jetzt gut aus. Immerhin können wir das letzte Pokémon von der Gegnerin sehen. Ich meine, wenn ich diesen Status erreicht habe, bin ich immer glücklich. Fernontor, das könnte problematisch werden. Das könnte problematisch werden. Aber sowas von. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Schild. Boah, Schwertanz wäre so geil. Aber das ist so riskant, Leute. Gefühlswippe. Welcher Wert steigt? Die Genauigkeit. Dafür sinkt der Spezialangriffswert. Okay. Bin echt gespannt, was sie vorhat.
Ui, super, Snibuna. Delegator bringt nichts mehr. Finanto ist zu schwach. Überreste. Ah, nicht schlecht. Geile Fähigkeit. Boah, jetzt sinkt der Angriffswert. Das ist halt das Ding bei der Gefühlswippe. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Gottschild. Boah, ätzend. Bin gerade am überlegen, ob ich Hagelsturm einsetzen soll, wenn ich mit Valreiser gleich eventuell kämpfen muss. Boah, Finanto, ey. Das geht ja richtig ab bei dir. Boah, genau das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, die Initiative steigt nicht. Wobei, ich sollte eigentlich glücklich darüber sein, dass die Initiative nicht die ganze Zeit gestiegen ist. Reicht das aber jetzt schon aus? Schutzschild, hör doch auf. Jawohl, das war's. Okay, schöner Kampf. Hat Spaß gemacht. Leider konnte ich Valreiser schon wieder nicht einsetzen. Ich meine, sowas ähnliches hatte ich schon mal angekündigt gehabt. Beziehungsweise in einem Video hatte ich erwähnt gehabt, dass ich das vorhabe und es gerne zeigen will. Aber es hat schon wieder nicht hingehauen. Aber ist ja nicht schlimm. Demnächst gibt es sehr viele Abonnentenkämpfe und ich hoffe darauf, dass ich irgendwann in dieser Phase oder in diesen Phasen diese Gelegenheit dazu kriegen werde. Und das machen kann, was ich die ganze Zeit erzählt habe. Okidoki, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, der Kampf hat euch Spaß gemacht. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Kampf wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.